geborgen aus einer 2000-jährigen Gesteinsschicht. Ein bewusstloses Wesen. Professor Gast taufte es dann auf den Namen Genova. Mühe-Egil. Das Jahr 1977, 7. Juli. Genova gehört zum alten Volk. Mühe-Egil. Das Jahr 1977, 13. September. Projekt Genova genehmigt. Man taufte das Wesen, also Genova. Eine vom alten Volk. Und genehmigte Projekt Genova. Sephiroth, was machst du hier? Lass mich bitte allein. Ab da hat sich Sephiroth im Keller der Villa verkrochen. Und wie ein Besessener all die Akten studiert. Genova. Die verschlossene Tür im Reaktor. Der Name von Sephiroths Mutter. Das alte Volk. Ach, Mann. Das ganze Grübeln bringt ja doch nichts. Ich muss mit ihm reden. Cloud. Diese Aufzeichnungen sind wirklich interessant. Das Geschöpf, welches man aus der 2000 Jahre alten Gesteinsschicht barg, wirkte, als würde es sanft und friedlich lächeln. Mir war schnell klar, dass diese Kreatur nichts anderes sein konnte als eine Angehörige des legendären alten Volkes. Ich taufte sie in Folge auf den Namen Genova. Kurz darauf nahm das Genova-Projekt seinen Anfang. Mit dem Ziel einer Reproduktion des alten Volks. Und so erblickte ich das Licht der Welt. Der Leiter des Genova-Projekts. Der renommierte Wissenschaftler Professor Gast hat mich künstlich erschaffen. Künstlich erschaffen? Wäre ich doch bloß etwas früher zu Bewusstsein gekommen. Dann hätte ich das Dorf vielleicht beschützen können. Obwohl, wer weiß schon.
Hey, du! Stehe nicht rum! Hilf so vielen, wie du kannst! Mama. Herr Bürgermeister, war das wirklich Sephiroth? Ja, ganz sicher. Und der Mistkerl wird dafür büßen. Aber... Jetzt reißt euch gefälligst zusammen. Schneidet ihm die Fluchtrouten ab. Zu Befehl. Sephiroth? Wer soll das gewesen sein? Ja. Ja. Durch, Mama. Ich hol dich. Ja. Mama. Ja! Lauf! Lauf weg! Flieh! Überlebe! Hey! Hey! Alles okay? Halt durch, Mann! So ein Glück! Du lebst! Ich bring dich hier weg!
so etwas tun! Da ist er! Umsteck ihn! Hände hoch! Was ist bloß in dich gefahren? Rühr dich nicht von der Stelle! Lass die Waffen fallen! Ich verfolgte Sephiroth zurück zum Reaktor. Papa und ich waren schon geflohen. Aber dann meinte er, er könnte Sephiroth vielleicht zur Besinnung bringen und ist ihm gefolgt. Sephiroth nicht. Er hat das getan, oder? Sephiroth. Soldaten. Marco. Shinra. Sie alle. Ich hasse sie alle. Ich bin hier. Lass mich bitte ein zu dir. Wie konntest du nur? Wie konntest du so etwas tun?
dabei hattest du doch versprochen zu helfen. Wenn ich mal in Not bin. Zurückfordern. Ich hatte eine Vision vom verheißenen Land. Sephiroth! Mutter, sie sind wieder hier. Sie kamen und entrissen dir diesen Planeten. Ein Sakrileg. Doch gräme dich nicht. Mutter, von nun an werde ich immer bei dir sein. Du hast meine Mutter und Tifa getötet! Und das Dorf in Brand gesetzt! Ich bin der Auserwählte. Schon bald werde ich über diesen Planeten herrschen. Dabei habe ich dir vertraut. Aber du bist nicht länger der strahlende Held, den ich einst kannte! Das ist meine letzte Erinnerung. Mehr weiß ich leider nicht. Hey, 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 hey! Der große Sephiroth. Während einer Übung verschollen. Das lief damals in den Nachrichten. Und dann, einige Tage drauf, hieß es, dass er in Wahrheit im Kampf gefallen sei, nicht? Ja, genau. Die Nachrichten werden von Shinra fabriziert. Und die machen eh, was sie wollen. Wer sowas glaubt, ist selber schuld. Hör mal. Also ich hab das geglaubt. Oh, na sowas. Shinra schreckt halt auch vor Desinformation nicht zurück. Was auch immer damals passiert ist, unser Kampf mit Sephiroth in Midgar war real. Fest steht, er lebt. Zumindest existiert er. Warum ist er jetzt wieder aufgetaucht? Was hat er all die Zeit gemacht? Sephiroth will seinen Plan in die Tat umsetzen. Den Planeten zusammen mit Genova zurückfordern und sich dann zum Herrscher über alles machen. Nach 5 Jahren? Ich kann das nicht glauben. Es ergibt keinen Sinn. Auf diese Genova kann ich mir auch nicht so recht einen Reim machen. Entschuldigung. Ich bin das Leben hier draußen nicht so gewöhnt. Mein Rücken ist voll verspannt.
Zeig mal her. Oh, weh. Aber lässt sich sicher richten. Gehen wir. Gut, machen wir Schluss für heute. Ich meine, was die Silberlocke so vorhat, können wir am Ende eh nur raten, oder? Schlaf gut. Gute Nacht. Bist du noch wach? So gerade noch. Ich frag mich, was Cloud wohl in den letzten 5 Jahren gemacht hat. Woher soll ich das wissen? Na, du weißt doch sonst so viel, nicht? Ich wusste es vielleicht auch mal. Bis es mir genommen wurde. Ausgelöscht wurde. Wegen der Mäuren? Möglich. Vielleicht haben sie mir meine auch genommen. Deine was? Das klingt sicher komisch. Aber ich glaube, Cloud war vor 5 Jahren gar nicht in Nibelheim.